Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch noch ein paar neue Hilfsmittel vorstellen. Das ist zum einen die Deckenliftwaage, um mein Gewicht regelmäßig zu kontrollieren, da ich mich ja nicht mehr wirklich auf die Waage stellen kann. Es ist einfach zu gefährlich geworden. Dann meine Seitenlagerungsmatratze und meine Fußorthesen. Dann bis gleich. Ja, gerade haben wir euch gezeigt, wie der abendliche Transfer funktioniert, also vom Rollstuhl ins Bett. Jetzt kommen dann die Fußorthesen, die im Prinzip dazu da sind, die Kontraktion, also dass die Füße nicht ganz krumm werden, weil die Belastung der Muskulatur in eine Richtung nur noch zieht und die Füße dann ganz krumm werden. Und dann werden die ja nachts praktisch im rechten Winkel gehalten oder zumindest versucht, dass die nicht ganz krumm werden. Ja, das zeigen wir euch jetzt. Deswegen kannst du ruhig ein bisschen Spannung machen, ne? Dass die Ferse da richtig reingezogen wird. Okay. Ja, jetzt habe ich die Fußorthesen an. Die haben zum einen
praktisch halten die die Füße in eine Position und zum anderen drückt die Bettdecke meinen Fuß nicht nach unten. Also als Gesunder merkt man das ja gar nicht, aber bei mir war das jetzt so, dass die Bettdecke den Fuß so platt gedrückt hat, dass die praktisch parallel zum Schienbein steht und das tut verdammt weh nach einer Weile. Und die haben noch eine Seitenstütze, eine Seitenführung, dass die Füße nicht nach außen kippen. Hat man als gesunder Mensch auch nicht, weil ich ja nur noch auf den Rücken liege, bleibt die Position praktisch, ich sag mal, zwischen 8 und 10 Stunden gleich und hält meine Füße dann in einer Position. Ja, die Matratze ist eine Weichlagerungsmatratze mit Seitenlagerungssystem. Hier sind links und rechts jeweils eine große Luftkammer verbaut, die individuell auf Zeit und auf Neigung einstellbar ist. Das heißt, die Neigung oder die Erhöhung der Seiten bis maximal 30 Grad zulässt. Und das verhindert halt, oder das soll Druckstellen verhindern. Also wenn ich jetzt 10 Stunden in einer Position liege, habe ich mit Sicherheit Druckstellen. Und durch diese permanente Verlagerung der Matratze oder meines Körpers soll die Druckstellen verhindern. Und das tut sie auch. Also ich habe die momentan auf den Zyklus 90 Minuten stehen. Das heißt, alle 30 Minuten verändert die ihre Position. Das heißt, links 30 Minuten, Mitte ist dann flach, also da passiert gar nichts. Und dann bläst die dann rechts die Kammer auf, hält die 30 Minuten und dann geht das Ganze wieder zurück. Und das über die ganze Nacht. Der Kompressor ist recht leise, den hört man kaum. Und der steht halt unterm Bett. Und System schafft es zumindest, dass ich so acht Stunden stur schlafen kann. Meistens. Nicht immer, aber fast immer. So, jetzt zeigen wir euch noch die Deckenliftwaage. Bei der Krankenkasse war das so, die hat es zweimal abgelehnt. Und als es dann beim MDK vorlag, hat der MDK die Deckenliftwaage genehmigt. Die Mitarbeiterin der Krankenkasse hatte mich dann noch persönlich angerufen und gemeint, ob ich denn zu blöd wäre, um mich auf die normale Personenwaage zu stellen. Dann habe ich sie eingeladen, mit mir den Transfer auf die Waage zu machen. Aber da hat sie sich dann doch nicht getraut. Ja, und dann ist das Ding genehmigt worden. Ja, das waren unsere oder beziehungsweise meine neuen Hilfsmittel und der Transfer und die Lagerung im Bett. Ich hoffe, für euch ist es hilfreich, für die, die das noch nicht haben und vielleicht drüber nachdenken, ein kleiner Hinweis. Danke fürs Zuschauen, liked und teilt und bleibt gesund. Bis dahin, ciao.